All systems online. Weapon charge complete. Launch button ready. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Olivers Dampfgalaxie. Ja, und zwar kommen wir heute zum zweiten Teil von dem Review von Erette Liquids. Der erste Teil war ja schon richtig erfolgreich, also für mich persönlich. Super geile Liquids, ja. Und heute habe ich mir dann drei weitere vorgenommen, die habe ich auch schon angekündigt auf Facebook. Und zwar angefangen mit dem Schwiegermutterkissen. Sehr geiler Name. Dann habe ich einmal die Giga-Banane. Und ja, dann habe ich noch Cleo's Jewels. Was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht. Juti. Anfangen wollte ich heute mit dem Schwiegermutterkissen. Ja, Schwiegermutterkissen kennen vielleicht ein paar Leute. Ist dieser komische, runde Kaktus, der wahrscheinlich zum Sitzen gar nicht so gemütlich ist und deshalb am besten geeignet für die Schwiegermutter, die man meistens verdammt, oder ne? Also, es gibt auch nette Schwiegermütter, wollen wir mal so sagen, ne? Aber der Großteil ist dann doch schon ziemlich Jutti. Ja, ich habe mir heute dann zur Feier des Tages auch nochmal komplett frische Coils reingemacht. Anfangen werde ich mit dem Jubel Crown auf der Cuboid, gefüllt mit dem Schwiegermutterkissen. Sieht man gar nicht, ist aber so. Juti, ja. Ja, also ich kann euch tatsächlich nicht sagen, was da drin sein soll. Ist auf jeden Fall süßlich, hat irgendwas Fruchtiges, aber ja, was mir bei dem Liquid halt auffällt, gerade so ein bisschen nachteilig, ersten Nachteil, den ich gefunden habe bei Erette, dieses Liquid ist ziemlich kratzig, also da kommt so das Nikotin durch. Ich habe das mit 6 Milligramm, bei den anderen war das gar kein Problem. Und bei dem hier ist so ja, wie gesagt, vom Geschmack her nicht schlecht. Vielleicht müsste man das auch nur eindampfen oder so. Ich habe also wie gesagt, nicht schlecht. Nur ein bisschen kratzig im Hals. So ist jetzt, würde ich sagen, nicht das, wo ich jetzt sagen würde, wow! Ja, also wie, ne? Vom Geschmack her nicht schlecht. Nur halt so ein leichtes Kratzen im Hals. So ist jetzt nicht so das Wahre, finde ich. Geschmackssache. Also es gibt bestimmt ganz bestimmt Leute, die das richtig gerne mögen. Gut, ja, wo wir dann schon angefangen sind mit Sachen, die wir nicht mögen. Eigentlich, also ich fange mal an, mag ich Bananen-Liquids gar nicht. Ist gar nicht so mein Fall. Auch Kirschbanane, sonstiges ähnliches. Bisher habe ich da nicht ein einziges gefunden, das mir persönlich schmeckt. Obwohl ich eigentlich Bananen selber gar nicht schlimm finde. Also ich esse eigentlich ganz gerne Bananen. Genau, ja. Ja, und die dampfe ich. Ja, ich habe mir mal wieder meinen Ego One Mega rausgepackt. Habe ich schon ewig nicht mehr gedampft. Dazu der Akkuträger von Jack Vapor. Ne, Series B Tilt.
da wo sich die Meinungen stark scheiden. Ich find's geil, viele sagen, Schiebeturm von Pisa, aber ich muss sagen, mir gefällt's. Ja, ist jetzt keine schlechte Banane. Jo, kann man sich gefallen lassen, absolut. Erinnert mich ein bisschen mehr so an diese süßen Bananen, die kleinen, die man als Süßigkeiten kaufen kann. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die sind, ja, die mag ich eigentlich ziemlich gerne und daran erinnert mich der Liquid gerade mächtig, ja. Ja, leider geil, auf jeden Fall. Meine erste Banane, die mir schmeckt, wuhu, yes. Ja, Giga-Banane von Erette, beste Banane, die ich bisher probieren durfte. Schmeckt so ein bisschen wie diese Süßigkeiten, also ja, wahrscheinlich wird jetzt jeder Bananenfreund sagen, oh, die schmeckt doch gar nicht wie eine richtige Banane. Ich finde, das schmeckt wie Banane sein muss, ne? So wie die kleinen Süßigkeiten und ne? Lecker Schmecker. Also kann man sich gefallen lassen. Ja, definitiv, geile Banane. So. Dann, ne, das geht dann alles schnell heute hier. Sind wir schon bei der dritten? Ja, Cleo's Jewels. Was sollen wir darunter verstehen? Erstmal ist das Bild schon ein bisschen merkwürdig. Dahinter sehe ich irgendwie Weintrauben-ähnliches. Ich meine, ihr könnt da jetzt wahrscheinlich herzlich wenig erkennen. Na, gehen wir noch näher ran. Jetzt müsstet ihr eigentlich super sehen können. Also wenn ihr eine Idee habt, was auf diesem Bild drauf sein soll, also wie gesagt, also die Weintrauben im Hintergrund, die kann man ja noch erkennen, aber was ist das für ein komisches Gebilde im Vordergrund? Ja, wenn ihr eine Idee dazu habt, so könnt ihr gerne nachher unter dieses Video posten, würde ich mich so oder so freuen, wenn ihr mal ein bisschen mehr schreibt, nicht so schreibfaul sein. Like da lassen ist auch immer sehr geil und falls ihr noch nicht habt, auch ein Abo, ne? Weil kann man nie genug haben, oder ich nicht. weiter. So, dann zum Testen. Ja, Cleo's Jewels habe ich im Websten Keramikas. Hab mir sogar extra nochmal einen nagelneuen Keramikkeul da reingepackt. Ja, die Box, die ich benutze, ist die X200. Die benutze ich ganz gerne. Jo. Dann würde ich mal sagen, U-Dampf, ne? Yippias. Also ich meine auf jeden Fall eine Mentholnote zu schmecken. Definitiv. Mal eben was nachschauen. Also, ja, ich habe nochmal die Seite geöffnet hier eben. Und zwar Schwiegermutterkissen, kann ich euch zu sagen, steht auf der Seite von Erette selber. Stachelig und frech, Kaktus halt. Dann schauen wir mal weiter. Na? I am blind. Okay. Jo. So. Ah. Gut, ja, zu, ist ja lustig. Aha, rote Traube und ein Hauch von Minze, ja, da war ich doch schon gar nicht schlecht. Und auf dem Bild hier sieht mir das fast aus wie zwei Kobras oder sowas. Ja, scheint eine Kobra zu sein, was ich da nicht erkennen konnte. Also habe ich euch jetzt schon wieder, tut mir leid, ich habe euch schon wieder die Arbeit abgenommen. Ja, dann ne, der dritte, also wie gesagt, so Traube hatte ich richtig erkannt. Minze habe ich rausgeschmeckt. Ja, schmeckt, ähm.
ja, schmeckt auf jeden Fall ganz gut. Kann man sich gefallen lassen. Ist jetzt nicht mein All-Day. Zwischendurch mal würde ich das ganz, also, ne, ganz gut vertragen. Ist halt auch nicht so schwer mentollastig, sondern ist ein Hauch von Menthol halt mit drin. Ja, ansonsten ist es fruchtig, süß, doch ein gutes Liquid dementsprechend. Also wer gerne mentholig dampft und gerne auch Trauben mag, der wird hiermit bestimmt gut bedient sein. Ja, wie gesagt, für mich jetzt kein All-Day, aber ein sehr geiles Liquid, definitiv. Ja, also dann sind wir schon wieder eigentlich am Ende hier angekommen. Ja, zu Erette selber ist zu sagen, Erette ist ein Hersteller, der gar nicht allzu fern ist von meinem Heimatdorf. Heimatdorf ist, glaube ich, richtig gesagt, ist halt ein kleines Kaff, ist eine Gemeinde, Entschuldigung. Und 7 Kilometer weiter ist das Werk von Erette. Und ja, ich wusste gar nicht, dass er da ist, aber eigentlich war ich, bin ich noch gar nicht allzu lange wieder hier und war dann auf der Suche nach einem Offline-Shop, ne, weil ich einfach ein bisschen rumgucken wollte, vielleicht ein bisschen bloggen über den Shop oder ähnliches und habe dann auf Google im Endeffekt Erette gefunden in Goch. Goch ist das Kaff, ein Städtchen, natürlich kein Kaff, kann man jetzt vielleicht hier unten sogar lesen, ich weiß es nicht, ich denke schon, zitter zitter. Hab dann da versucht anzurufen, ja, und bin im Endeffekt in Berlin ausgekommen und habe dann erfahren, dass Erette in Goch ein reines Werk ist, wo produziert wird. Und in Berlin hatte ich die nette Ilka dran. Ja, und Ilka hat mir dann erstmal so ein paar Kleinigkeiten erzählt von Erette, dass sie eigentlich schon recht groß sind und auch ihre Produkte weiter veräußern. Und ja, wie ich dann so gehört habe, so diese gedopte Apfel und Remake und so, ist halt alles original von Erette. Gibt es auch noch bei anderen Firmen. Wüsste jetzt, also ich, wollen wir gar nicht drüber reden. Genau. Und muss sagen halt so, dass Erette wirklich richtig gute Sachen produziert. Also die Sachen, die ich bisher hatte, okay, der Schwiegermuttersessel, der war jetzt nicht so mein Fall, weil einfach ein bisschen kratzig. Vom Geschmack her ganz lecker, aber vielleicht ist ja auch das, was als stachelig gemeint ist. Ja, also ich kann das echt nur empfehlen, schaut einfach mal auf Facebook, wollte ich sagen. Ne? Geht mal in euren Browser, gebt einfach mal Erette-Shop ein und dann findet ihr auf jeden Fall die Seite. Ja, könnt dann auch da bestellen und coole Sachen, klasse Sachen. Also Aromen, Liquids, sonstiges so, würde ich nur empfehlen, definitiv, ja. Jo, das war dann erstmal. Ne? Ich bedanke mich erstmal, dass ich euch mal wieder hier den Kaschbar machen durfte und wünsche euch allen noch einen richtig schönen Tag. Ja? Ein schönes Wochenende und wir sehen uns.